Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play-Projekt. Während ganz YouTube vor ein paar Wochen Human Detroit gespielt hat und da ich keine PlayStation 4 habe, ich das nicht spielen konnte, spielen wir einfach das nächstbeste und zwar State of Mind von dem Studio Dedelic. Ich vergesse immer nachzugucken, bevor ich eine Aufnahme starte, wie man die jetzt richtig ausspricht. Das tut mir leid. Aber ihr wisst, wen ich meine. Die Macher von Deponia, Edna bricht aus und Knights of the Rabbit. Und ich habe mir die PC-Version gekauft. Ich habe dazu auch ein Unboxing gemacht. Das habe ich nur noch nicht geschnitten und gerendert und hochgeladen. Das kommt aber noch. Vorher werden wir aber schon mal anfangen, ein bisschen zu spielen. Wir gucken jetzt immer erstmal nach dem Sound. Ich bin ja jemand, der am liebsten die Musik ein bisschen leiser hat. Dafür die Sprache ganz hoch und die Soundeffekte machen wir mal auch leiser. Weil ich es leider halt oft mitgekriegt habe, dass die Musik die Sprache gerne übertönt. Und ich finde, die Sprache ist durchaus wichtiger wie die Musik. So, wir spielen in Vollbild. Ich bin überrascht, dass OBS das aufnimmt. Mir wurde immer gesagt, das funktioniert nicht im Vollbild. Was haben wir denn? Also wir haben episch oder... Ich mach mal gut bei dem Anti-Aliasing. Ich glaube, das braucht immer relativ viel Rechenleistung. Wir gucken mal, ob Texturen und Reflektionen da irgendwo... Oh, wobei, wir könnten vielleicht... Ich habe es ja schon angespielt, wie ihr seht, nicht wirklich angespielt, aber ich muss jedes Mal gucken, wenn ich OBS anmache, dass er auch den Sound richtig aufnimmt. Wenn ich es nicht mache, nimmt OBS gar nichts auf oder macht nicht das, was ich haben möchte. Ich denke, bei den Grafiken, die wir hier in dem Spiel haben, von dem, was ich gesehen habe, ich glaube, da reicht auch gut. So, wir spielen nicht mit Tastatur, wir spielen mit Gamepad. Ich mache die Vibration aus, ich bin da nicht so der Fan von. Sprache, Stimme Deutsch, Text Deutsch. Das ist die Frage. Machen wir es Deutsch? Lassen wir mal alles in Deutsch. Ich fand jetzt die Synchros bisher von Dedelic jetzt nicht so gut. Jetzt nicht so schlecht, meine ich. Entschuldigung. Wenn man von diversen Casting-Entscheidungen absieht, waren sie eigentlich immer ganz okay. Und ich würde sagen, wir starten neu. Ich habe nur die Anfangssequenz laufen gehabt. Ich habe noch wirklich gar nicht gespielt und währenddessen war ich auch eher auf der Toilette. Ich wollte nur wissen, ob OBS Vollbild aufnimmt und mit Sound. Vollbild hat er aufgenommen, Sound nicht, wie immer. Darf ich jedes Mal wieder neu einstellen. Ist ein bisschen ätzend, aber naja. Und ich muss immer dran denken, das ist noch viel schlimmer. Bei meinem letzten Unforeseen Incidents hat er mein Mikrofon zusammen mit dem Ingame-Sound auf einer Spur aufgenommen. Das war ein bisschen dämlich, weil das macht die Nachbearbeitung deutlich schwieriger. Die Figuren und die Handlung dieses Spiels sind frei erfunden. Etwaige Ähnlichkeiten und dessen Begebenheiten, wie immer, sind rein zufällig. Berlin 2048.
Herzfrequenz, hoch oder niedrig? Zu hoch. Blutdruck? Zu hoch. Und sein Beta-Level? Zu hoch. James? Ihr Sohn ist außerordentlich bekannt. Verdammt, woher kenne ich das Gesicht? Das ist Richard Nolan. Er arbeitet für The Voice. Mist. Stabilisieren. Los. Mr. Nolan? Richard, hören Sie mich? Bin ich? Im Zentralklinikum. Können Sie die Augen öffnen? Ich kann nicht sehen. Machen Sie sich keine Sorgen, das kommt gleich wieder. Eine Drohne hat sie gefunden. Am Rand der M75. Wir fangen mit einem Sehtest an und anschließend stelle ich Ihnen ein paar Fragen. Ich erzeuge jetzt ein leuchtendes Objekt im Raum. Sehen Sie es? Versuchen Sie, Ihren Blick darauf zu fokussieren. Bevor wir fokussieren, ganz ernsthaft. Also niemand würde jemanden so in einen Krankenwagen schieben mit einer Kopfverletzung und den Kopf nicht fixieren, damit er so rumgeschleudert wird, damit er am Ende sich tatsächlich noch das Genick bricht oder sonst irgendwas. Also ernsthaft. Ja? Okay, wir schauen uns um, ne, mit dem rechten Stick. Kann ich denn noch... Könnte... Also die Tasten machen gerade ja nichts. Das Steuerkreuz macht nichts. Die Schultertasten machen nichts. Ah, das mache ich auch mit dem... Gut, noch einmal. Rechten Analogstick. Ja? Wo ist es? Da. Gucke ich denn jetzt nach oben und nach unten? Vorhin hat das doch funktioniert. Ich. Hä? Hey? Hier drauf drücken auch nicht. Hä? Hey? Also vorhin hat das jetzt... Ne, ich verstehe das gerade nicht. Augenblick. Vielleicht gucken wir doch mal kurz durch. Benutzen Informationen, Sprint, Charakterwechsel, Inventar, Spezialaktion, Alt-Steuerung, alternative Steuerung. Doc, ich bin gerade ein bisschen überfordert. Helfen Sie mir doch mal bitte. Welche Taste muss ich denn drücken? Vorhin hat das funktioniert. Wieso geht denn das jetzt nicht? Weil man fokussiert immer so ein bisschen, aber... Ah. Sehr gut. Ihre Sicht wird sich bald wieder normalisieren. Wir machen jetzt ein paar Tests. Kognition, Emotion, Gedächtnis. Es dauert nicht lange. Wissen Sie, welches Datum wir heute haben? Das hieß Berlin 2048, wenn wir das haben. Also ich musste jetzt für alle, die auch mit Gameplay spielen wollen, die linke Schultertaste gedrückt halten und dann mit dem Rechner Analogstick.
Samstag, den 11. Januar 2048. Sehr gut. Das stimmt. Ich spreche jetzt einen kurzen Text und stelle dann eine Frage dazu. Sind Sie soweit? Ja. Meine Augen sind blau, mein Haar ist braun, mein Haus ist weiß. Welche drei Farben habe ich genannt? Blau, braun und weiß. Blau, weiß und braun? Sehr gut, das stimmt. Können Sie mir sagen, was passiert ist? Was passiert ist? Meine Familie. Wo ist meine Familie? Sie erinnern sich an nichts? Autounfall, Chaos, Autounfall eigentlich. Ich war in einem Auto? Da war ein Tunnel. Das wird schon. Körperlich sind Sie gesund. Sie haben großes Glück gehabt, Richard. Okay, ich schalte jetzt einen Teil Ihres AR-Systems wieder zu. Oh. Tut weh, hm? Ihre Augen und Ihr Gehirn müssen sich erst wieder daran gewöhnen. Können Sie aufstehen? Kommen Sie bitte mit zu dem Tisch dort. Tut weh, was? Was? Vor allem, warum sieht's der uns und spricht uns mit Vornamen an? Das habe ich nie verstanden. Das war auch, ich war mal in einer Anwaltskanzlei und habe eine Ausbildung angefangen zu Recht, haben als Fachangestellten und da war das auch so. Vorname, aber siezen. Also, die haben uns mit Vornamen angesprochen. Wir haben die Anwälte natürlich mit Nachnamen ansprechen müssen. Aber die haben uns mit Vornamen angesprochen und gesiezt. Also, das fand ich sehr, sehr merkwürdig. Richard? Ja, ist ja gut. Ich komme ja schon. Guck einfach gerne. Sieht aus wie eine Selbsthilfegruppe da. Vielleicht warten sie auch nur. Ich komme, ich komme. Ja. Ach, X. Identifizierte Person. Keller Timothy, ID 21-0788, Sektor 07, Berlin, Neurologe, Zentralklinikum Berlin. Ah, ich komme mich wieder so ein bisschen zurückversetzt in Stasis, wo wir auch diese IDs hatten und die... Augenblick. Mein Kabel hing fest. Und diese Kurzinfos zu den Leuten. Okay. Ah. Nehmen Sie den Würfel von der linken Tischhälfte. Beleuchten Sie ihn gelb und stellen Sie ihn auf die rechte Tischhälfte. Ich untersuche ihn erstmal. Kognitionstest. Dieser Test dient der Evaluierung Ihrer kognitiven Fähigkeiten. Bitte konzentrieren Sie sich und folgen Sie den Anweisungen des Klinikpersonals. Okay. So, jetzt habe ich ihn im Inventar. Achso, ich dachte, es ist die Anzeige funktioniert nicht, aber der ist einfach tatsächlich da in der Mitte. Ich habe den gar nicht gesehen. So, wir können ihn rotieren. Mit R. Liebes Spiel, das ist ein Xbox 360 Controller. Es gibt keine R-Taste. Huch. Das wollte ich nicht. Wie soll ich ihn denn rotieren? Wenn ich das mit der R-Taste mache und ich habe keine R-Taste. Vielleicht wenn ich wieder LT gedrückt habe. Ah ja. R ist der rechte Analogstick. Aber ich kann ihn nur so rotieren, nicht hoch und runter. Okay. So, jetzt wollen wir die Farbe ändern. Er wollte ihn gelb haben. Wie sehen denn die anderen Farben aus? Kacke. Okay, wir nehmen gelb. So, und dann soll ich ihn da hinstellen. Die Steuerung ist mit dem Analogstick. Ausgezeichnet, Richard. Kommen Sie bitte, es gibt noch eine weitere Aufgabe. Die Steuerung ist mit dem Stick nicht so einfach. Wow. Ich glaube, ich muss das mit dem rechten Analogstick zusammen machen, sonst funktioniert das einfach nicht. Enzephaloscan.
Hallo, letzte gescannte Person, Nolan Richard, ID 12044. Warum haben wir so eine kleine ID? Der andere hatte 6 Zahlen. Scanbericht abgeschlossen, aber ansehen darf ich mir nicht, okay. Wo ist der Doc hin? Ach, da. Okay, wer ist das? Ich meine, das ist der Junge aus seiner, aus seinem Flashback. Das ist mein Sohn? Ganz recht. Wie heißt er? Oh Gott. Ich hab nicht wirklich aufgepasst, wie sie ihn genannt hat. James, Jason, John. Ich glaube James. James? Sehr gut. Wo ist James? Ist er hier? Sie haben schon nach Ihrer Familie gefragt. Eben gerade. Wissen Sie das noch? Wo ist er? Es ist nur ein Test, Richard. James ist ein guter Junge. Ich liebe ihn. Natürlich lieben Sie ihn. Sie sind sein Vater. Haben Sie beide einen guten Draht? Richard? Er ist ein guter Junge. Erkennen Sie diese Person? Das ist... Ja? Wie eben dieser eine Polygon in seinem Auge reflektiert hat, das hat mich gerade ein bisschen irritiert. Und lieber Doktor, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, wir haben nach unserer Familie gefragt, du hast aber nicht geantwortet. Ist doch klar, dass ich nochmal frage. Ich weiß nicht, wie sie heißt, aber ich meine, es wäre meine Frau. Ist das Tracy? Ausgezeichnet. Erzählen Sie mir etwas von ihr. Ich verstehe nicht. Erzählen Sie mir von Ihrer Frau. Eine Erinnerung. Eine Situation. Irgendwas. Ich weiß noch, dass wir in einem Cabin Car gefahren sind. Es war Nacht. Wir haben gescherzt. Und ich habe Tracys Hand genommen. Sprechen Sie weiter. Die Bordelektronik war gestört. Es ist kälter geworden. Die Scheiben sind beschlagen. Ich habe ihr gesagt, wir sind gleich da. Okay. Und wissen Sie, wie lange das her ist? Was meinen Sie? Diese Geschichte. Wie lange ist die her? Ich weiß nicht. Wie ist es hiermit? Erkennen Sie das Gebäude? Was sind denn das für merkwürdige Tests? Ich kann dem doch jetzt alles erzählen, was ich will. Wenn er nicht mit meiner Frau gesprochen hat, weiß er doch gar nicht, ob diese Geschichte stimmt. Und bevor es irgendwelches Gemecker gibt, die Leute sehen nicht so aus, weil ich die Textur und alles andere auf gut gestellt habe. Das ist so. Die sind zu polygonisch. Deswegen meinte ich, glaube ich, nicht, dass es einen großen Unterschied macht, ob ich jetzt die Texturen auf episch oder auf gut habe. Ich rechne hier nicht mit High-End 4K-Texturen. Außerdem sehen die Leute voll gruselig aus und wir bewegen uns auch sehr merkwürdig. The Voice. Ich meine, der Roboter hat gesagt, wir arbeiten dort. Ja, das... Ich arbeite dort. Ausgezeichnet, Richard. Was genau machen Sie da? Ich bin Spezialist für... Warten Sie. Ich schreibe über Technologie. Sehr gut. Und wie würden Sie Ihren Standpunkt nennen? Haben Sie einen? Ich bin Journalist. Mein Standpunkt ist die Wahrheit. Ach so? Das kam ja schnell. Das ist ein Standardsatz, oder? Den sagen Sie immer. Kann ich wieder arbeiten, Doktor? Das müssen wir abwarten. Sicher wird es die ersten Tage nicht leicht. Sie haben ein amnestisches Syndrom. Erinnerungslücken, Verwirrtheit, Stimmungsschwankungen. Aber wenn Sie zu Hause sind, finden Sie sich bald wieder zurecht. Sie werden sehen. Okay, Richard. Alles soweit in Ordnung. Mir ist schlecht. Das ist normal. Das verschwindet. Ihr Gedächtnis wird auch zurückkommen. Vermutlich schon in den nächsten paar Stunden. Vielleicht nicht vollständig. Aber warten wir es erstmal ab. Na dann, alles Gute für Sie. Ich kann also gehen. Aber ja, Sie haben Neurostabilisatoren bekommen. Eine Depotdosis. Wenn es Probleme gibt, melden Sie sich jederzeit. Okay, aber ich weiß nicht mehr wo. Ach so, natürlich. Sie wohnen am West Plaza, Mr. Nolan. Das Cabin Car führt Sie hin. Der Medic-Bot am Eingang wird Sie nach unten begleiten.
Ja, ich bin verwirrt und habe Stimmungsschwankungen, weil du sehr creepy bist, mir ganz merkwürdige Fragen stellst und nicht auf meine Fragen antwortest. Junger Mann, wie hieß der nochmal? Das müssen wir jetzt mal rausfinden. Timothy, Herr Keller. Ja, so fühle ich mich. Also, ich fand ja immer, dass unsere Krankenhäuser sehr steril sind, aber ich hätte lieber dieses sterile Krankenhaus wie das hier. Das sieht jetzt, also auch diese Liege, auf der wir waren, das sieht jetzt nicht so aus, als würde das den hochtechnischen und, wie sagt man, den hygienischen Standards entsprechen. Was haben wir hier eigentlich? Patientenmonitor. Meier Schmidt. Geberg. Ahaus. Da sind überall QR-Codes dabei, das ist ja lustig. Marens. Eilinghof. Eilinghof, nee, doch, war richtig. Huber? Ja, der sieht aus wie ein Huber. Entschuldigung. Dietmar? Das ist ein Nachname? Oder sind das die Vornamen? Stieblitzen, das müssen die Nachnamen sein. Die sieht aus wie Barbie. Janowitsch? Janowitsch? Oh Gott. Ninden? Entschuldigung. Winkel? Ericsson. Sag mal, wie viele sind denn das? Becker. Müller. Hatten wir den schon? Nee, Schulze. Maja, den hatten wir aber schon. Jetzt müsste Schmidt kommen, ne? Ja. Schmidt mit DT.